Ja, es sprießt schon überall irgendwie im Berggarten der Herrenhäusergärten in Hannover. Manche Blumen sind schon voll da und andere stehen noch in den Startlöchern. Wichtig ist aber jetzt erstmal klar Schiff zu machen. Revierleiterin Clara Kroll kümmert sich erstmal um die Stauden. Ich mache gerade einen Rückschnitt an einer Rudbeckia. Wir haben hier die verblühten Blütenstände, die man noch ganz gut oben dran erkennen kann. Die haben wir als Winterschmuck stehen lassen. Das heißt, es sieht einfach schön aus, wenn der Schnee drauf liegt. Es ist auch ein bisschen Vogelfutter, also die Vögel können sich da noch Samen raussuchen und fressen. Aber jetzt haben wir langsam Frühjahr. Man sieht schon überall die Geophyten hochkommen, also Tulpen, Narzissen, Schneeglöckchen. Und langsam sieht es auch nicht mehr schön aus. Also der Wind hat die Samenstände doch etwas mitgenommen. Das heißt, als Vorbereitung für den Austrieb dieser Pflanze und aller Pflanzen rundherum müssen wir langsam die alten, vertrockneten Stände abschneiden. Wichtig bei den Stauden, sie sollten wirklich ganz unten, kurz über dem Boden abgeschnitten werden, damit die frischen Triebe genug Licht und Luft bekommen. Als nächstes geht es dem Unkraut an den Kragen. Obwohl eine Gärtnerin wie Clara Kroll niemals von Unkraut sprechen würde, sondern nur von Gewächsen, die man so an der Stelle nicht haben will. Das ist vor allem Springkraut, Cardamine hirsuta, aber auch Weidenröschen und Disteln zum Beispiel, die jetzt schon bei den etwas milderen Temperaturen fleißig sprießen. Und die wollen wir natürlich vor der Aussaat bewahren, damit wir den Rest des Jahres nicht so viel zu tun haben. Das Springkraut wird jetzt nicht die anderen überwuchern, aber doch durchaus das Gesamtbild beeinträchtigen und durchaus auch kleinere Pflanzen, jetzt nicht so ein großes Gras, aber schon kleinere Pflanzen, um ihre Nährstoffe und ihr Sonnenlicht bringen. Zugegeben, hier im Berggarten ist man bei sowas auch ein bisschen pingelig. Aber soll ja auch schön sein, kostet schließlich Eintritt. Gartenmeister Ingmar Guldner rät übrigens zu Geduld. Auch wenn manche Pflanzen im Moment so aussehen, als hätten sie den Wintereinbruch nicht überlebt. Gerade bei den Immergrünen oder Wintergrünen, auch Thema Rhododendron oder sowas, gibt es den einen oder anderen Blattverlust. Aber das heißt natürlich noch nicht, dass sie komplett nicht durch den Winter gekommen sind. Das heißt, ein wenig Geduld und abwarten, bevor man gleich zum Spaten greift und die Pflanzen dann ausgräbt. Also eine Chance sollte man den Pflanzen noch mal lassen. Clara Kroll hat sich inzwischen schweres Gerät rangeholt. Jetzt wird diese Kissenaster platt gemacht. Naja, so sieht es zumindest aus. Aber sie wird nur geteilt. Entweder um zum Beispiel im Hausgarten, wenn einem die Fläche zu groß geworden ist, die Pflanze zu begrenzen, also wieder in die Form zu bringen, wie man sie gerne hätte, oder um sie zu vermehren. Das heißt, ich steche jetzt Stücke von dieser Aster ab. Man sieht hier auch ganz gut die Ausläufer, die sich schon gebildet haben, und werde sie an der Stelle, an der ich sie jetzt haben möchte, umpflanzen. Bei aller Euphorie eines jeden Gärtners, man muss noch ein bisschen auf die Bremse treten, sagt Clara Kroll. Auch wenn das Wetter schon mal schön ist, lieber jetzt noch nicht alles pflanzen. Also wir haben jetzt hier Iris, die das ganze Jahr über draußen hier wachsen. Bei Pflanzen, die man jetzt in den Garten setzen möchte, sollte man aber darauf achten, das nicht zu früh zu tun, sondern bis zu den Eisheiligen zu warten. Die sind Anfang Mai. Auch wir pflanzen erst dann unsere Sommerbepflanzung. Also solche Sachen wie zum Beispiel Geranium, die man jetzt schon in den Gartencentern bekommt, sollte man vielleicht etwas später pflanzen, um Spätfröste zu vermeiden. Zusammengefasst, abschneiden, abkratzen, auseinanderpflücken und aufräumen, außerdem Nährstoffe in den Boden bringen. Das sind die Dinge, die die Profis hier im Berggarten gerade so machen. Und die gelten natürlich auch für den Garten zu Hause. Und machen Sie das ja richtig, denn Sie werden dabei genau beobachtet.